Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Ja, heute geht es um meinen Aktiensparplan und zwar geht das jetzt schon ja zum Update 59. Ja, das bedeutet also im März werden das dann schon ganze 5 Jahre. Ja, eine lange Zeit läuft bereits jetzt mein Aktiensparplan. So, aber heute geht es um Januar 2023 und ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damals im Januar 2018 damit starten wollte, habe alles organisiert, aber dann erst die erste Tranche ging dann halt im März los. Ja, also 5 Jahre, jetzt hat Cisco Systems im Januar 2023 mir 12,22 Euro ausgeschüttet im letzten Quartal, es war im Oktober. Da hat es noch 12,51 Euro gegeben. Das war natürlich die Währungsumwandlung zwischen Euro und dem Dollar. Da stand der Dollar natürlich viel, viel höher als jetzt. Deswegen gab es da etwas mehr Euros. So, oder Euro-Cents. Realty Income, der Monatszahler, war jetzt bei 6,17 Euro. Dann haben wir die Altria Group, 29,45 Euro. Das ist natürlich ein gigantischer Beitrag für den Aktiensparplan für den Januar und man sieht, das ist fast die Hälfte von den Gesamteinnahmen aus dem Januar. So, dann PepsiCo 12,57 Euro, Walmart hat wieder ausgeschüttet 7,58 Euro, Toronto Dominion Bank aus Kanada 2,58 Euro, dann Coca-Cola im Januar nicht, sondern die hatten ja im Dezember schon ausgeschüttet, deswegen hier ein Strich. Insgesamt waren es dann 70,26 Euro, etwas paar Cent weniger als im Dezember. So, was kann ich euch noch zeigen, bevor ich mich das zeige gleich im eingeloggten Zustand. Ja, hier sieht man ganz schön oder richtig ordentlich im Januar und das ist der Dezember. Ich markiere die beiden mal. So, und da sehen wir, im Dezember stand Apple nur noch bei 76% im Plus, obwohl sie schon seit Monaten und seit Jahren immer über 100% hatten. Da sieht man, wie stark sie eingebrochen sind und Microsoft auch nur noch bei 44%, aber dafür PepsiCo und Procter & Gamble mit fast 40% im Plus im Dezember. Jetzt aber im Januar ist PepsiCo, glaube ich, nur noch bei knapp 30% und Procter & Gamble nur noch bei 26%. Also man sieht, wie stark sich das wieder geändert hat. Also die Leute werden wieder gieriger an der Börse und da fallen natürlich solche Unternehmen wie Procter & Gamble, PepsiCo wieder nach unten, weil die sind wieder halt, die fühlen sich wieder sicherer und investieren mehr in Technologieunternehmen wie eine Texas Instruments, wie eine Microsoft, wie eine Apple, wie eine Amazon und so weiter. Und die sicheren Unternehmen, also etwas ja die fundamental starken Unternehmen, PepsiCo und Procter & Gamble, McDonald's, Coca-Cola und so weiter, die rutschen dann etwas wieder ab in solchen Momenten. So, also man sieht hier, Apple wieder ganz weit vorne wieder mit dabei, hat enorm wieder aufgeholt, über 30% hier wieder im Plus innerhalb von einem Monat. Das ist natürlich schon fantastisch wieder. So, ja, jetzt logge ich mich mal ein und dann schauen wir das Ganze mal im Depot mal ordentlich an. So, da bin ich wieder eingeloggt und zwar sehen wir hier, wie eben auch gesagt, Apple bei 108%, also knapp 2000 Euro im Plus. Insgesamt ist das Depot mit knapp über 7000 Euro und etwa 23% im Plus. Also insgesamt sind das schon über 38.000 Euro, die sich jetzt innerhalb der 5 Jahre zusammengesammelt haben. Ja, Microsoft hier derzeit bei 64%, dann haben wir Texas Instruments 40%, Starbucks bei 37%. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch erinnert, Starbucks vor einigen Monaten, oder es ist sogar schon etwas länger her, vielleicht sogar ein Jahr, wahrscheinlich etwas über ein halben Jahr vermutlich, da war Starbucks ganz weit unten bei mir, weiß ich nicht, vielleicht nur noch plus 3-4% gehabt. Und mittlerweile wieder 36% plus. Also man sieht hier, starke Qualitätsunternehmen sollte man weiterhin halten.
Aber keine Anlageberatung ist nur meine persönliche Meinung, ganz, ganz wichtig. So, dann haben wir McDonald's auch noch mit dabei, 35%. Dann kommt hier PepsiCo, wie eben angesprochen, nur noch 30%. Im Dezember waren es ja noch 39%. Dann hier Procter & Gamble, 27%, nicht 25%, sondern 27%, aber dennoch viel weniger als noch im Dezember mit 39% im Plus. Dann haben wir Walmart, 25% im Plus. Coca-Cola liegt bei 20%, also hier sieht man trotzdem, dass PepsiCo etwas stärker daherkommt als Coca-Cola. Dann Realty Income, auch hier hatten wir nicht mehr plus minus null. Ich glaube, im Dezember lagen die bei ungefähr 1% oder plus minus null, jetzt wieder bei knapp 8% Realty Income. Dann haben wir Johnson & Johnson, 14%, IBM, 20%. Cisco Systems liegt hier auch im Plus, 5%, und die Altair Group wieder im Plus, 3%. Dann haben wir die Minuswerte. So, Unilever hat eigentlich den Platz von Altair Group übernommen. Altair Group, glaube ich, war ja von 2018 bis 2000, weiß ich nicht, bis 2021, glaube ich, immer im Minus. Mittlerweile ist Unilever schon seit 2 Jahren, glaube ich, gefühlt schon im Minus. Derzeit bei knapp 4,5%. So, dann AT&T, auch eigentlich ein Dauer-Minus-Geselle bei knapp minus 10%, aber hier bekomme ich eine ordentliche Dividende, auch um über die 25, glaube ich, 20, 25 Euro, ne, ich glaube, das sind über 20 Euro mittlerweile. Ja, also wenn man Dividende mit dazu zählt, dann sind die halt im Plus, AT&T. Auf die ganzen Jahre gesehen. Dann haben wir die neuen Werte. Fastenal hier mittlerweile schon bei plus 3% und 3M ist noch bei minus 12%. So, diese Unternehmen, die bespare ich ja ausschließlich über die Dividenden. Ja, dann haben wir noch ein paar einzelne Aktien, genau, die halt hier Toronto Dominion Bank ist auch noch mit dabei. Morgen zahlt ja keine Dividende mehr, die sind aber noch im Sparplan drinne. Vielleicht fliegen die mal raus, muss ich mal schauen und tausche die halt um in 3M oder Fastenal, weil die wurden damals ja auch bei mir aufgestockt, glaube ich 2018, 2019 hatte ich die aufgestockt über die Dividende, genauso wie Toronto Dominion Bank. Das waren früher die zwei Aktien, die ich halt über die Dividenden investiert habe. Mittlerweile sind das Fastenal und 3M. Ja, so, das war jetzt das. Jetzt gehen wir mal zu der Auswertung. Blablabla. So, Moment, wo ist die Auswertung? Und zwar da. Schauen wir uns mal das Ganze hier an. So, das sind jetzt die letzten 12 Monate. Nicht so rosig, aber dennoch ganz in Ordnung, sage ich mal. Könnte schlimmer sein. Sind hier, ja, die Wertentwicklung liegt bei 1300 Euro im Minus, aber die Dividenden, 800 Euro gab es insgesamt dann halt. Gerade 500 Euro im Minus die letzten 12 Monate. So, hier sieht man die Vermögensentwicklung der letzten 12 Monate. Im Februar lagen wir hier noch bei 28.000. Mittlerweile, wie gesagt, sind das schon 38.000, wie ich das Video jetzt mache. Aber Ende Januar lagen wir hier bei 36.700. So, man sieht hier also in den letzten, ja, eine Woche, ja, bis 10 Tage jetzt so ungefähr, ist das Depot nochmal über 1000 Euro angewachsen. Davon natürlich die 400 Euro, die ich monatlich bespare, aber die restlichen, ja, was sind das, 1300, also knappe 800 oder 900 Euro waren wieder Wertentwicklung in der letzten einer Woche nur. So, das war jetzt das. Hier sehen wir noch die Top-Ausschütter. Letzten 12 Monate, Realty Income hat gut ausgeschüttet, aber hier Altair Group mit 109. AT&T hat im letzten Jahr insgesamt 65 Euro ausgeschüttet schon alleine. Man sieht also hier schon einen Teil ihrer Minus hat sie sich hier schon halt wieder rausgeholt. Ja, die performt haben die letzten Monate hier. Starbucks ist nach oben gegangen, McDonald's. AT&T hat ein bisschen verloren, Procter & Gamble wieder verloren, Apple hat insgesamt mit Microsoft verloren, aber auf den letzten Monat von Dezember auf Januar haben sie natürlich wieder zugelegt, aber insgesamt natürlich ein paar Prozente liegen gelassen. So, das war jetzt so die größten
Ja, eigentlich alles durch, genau. Ja, eigentlich alles durch. Hier sehen wir auch nochmal den Wert, 38.200 Euro steht aktuell das Depot. Ja, dann war es das auch schon für das Video. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis denn. Ciao, ciao.